Also, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die wir hier ganz kurzfristig einberufen haben. Es ist die Hoffnung, dass wir hier sehr viele oder interessierte Bürger haben, die jetzt einfach mal wissen wollen, worum es bei den Trojanern geht, hat sich nicht erfüllt. Nicht so ganz. Zumindest ein paar Leute kann ich nicht direkt als Piraten zuordnen. Das ist vielleicht doch mal ein Hinweis. So, jetzt geht's los. Und zwar als allererstes wollte ich mal den Kai bitten. Wo ist der Kai? Der ist Raufe. Der ist Raufe. Das ist super. Was jetzt schon? Das ist der Kai. Hallo. Hallo Kai. Und der fängt jetzt mal an und erzählt euch ein bisschen was über diesen Trojaner und was der so Böses macht und warum der so böse ist. Danach kommt der Emanuel von der Piratenpartei Rechtsabteilung und wird uns einfach mal so schlauerweise erzählen, was die Piratenpartei gegen dieses böse Ding getan hat oder was er unternommen hat. Und dann haben wir noch ein paar Vorträge eingeplant. Ein Vortrag ist leider momentan, der sollte vorne ankommen, ist leider etwas untergegangen, weil derjenige noch im Stau steckt wahrscheinlich. Aber ganz am Anfang erst vielleicht einmal Tumay, unser Landesvorsitzender, der uns noch mal ein bisschen was einheizt, einfach etwas. Okay, Tumay, bitte. Ja, also erstmal schönen guten Abend allen und auch schön, dass es so zahlreich Piraten hingefunden haben. Und auch natürlich dem ganzen Orga-Team, die hier das Ganze aufgezogen haben. Wir sind jetzt ungefähr, noch nicht ganz anderthalb Wochen nach den ersten Mitteilungen durch den Chaos Computer Club über diese Trojaner-Affäre informiert worden. Und das Ganze hat ziemlich Wellen geschlagen, wie jeder mitbekommen hat. Und mittlerweile, wo anfangs Vertuschungen und auch Dementis waren, kommt auch immer mehr Licht ins Ganze und man hat das Gefühl, mit jedem Tag kriegt man wie so ein Überraschungsei, ja, was Neues, ein neues Spielzeug wieder hervor. Und aktuell, heute glaube ich, war das, ist die Schweiz rausgekommen, die auch mit dem Trojaner zu tun haben. Und früher habe ich vom Checo noch gehört, dass auch noch mehrere Versionen, sogar jetzt eine ganz aktuelle mit 64-Bit-Fähigkeit gefunden wurde. Das heißt, das Ganze hat eine Dimension erreicht, wo man einfach auch sich fragen muss, wie weit wollen überhaupt die Politiker oder der Staat, also sieht er die Bürger als Feinde an oder ist das Ganze hier einfach nur so da und natürlich, das werden wir auch nachher wahrscheinlich hören, wo die Feinheiten in der ganzen Problematik sind, nämlich es wurde uns ja, also uns Bürgern ja weiß gemacht, dass man hat zwar eine Software mit ganz vielen Funktionen, aber natürlich benutzt man nur ein klitzekleines Feature davon. Und also ich denke mal, wer an Märchen glaubt, der wird das mit Sicherheit auch den abnehmen, aber so wie ich die Piraten kenne, mit ihrer Expertise, wissen die genau, wenn man die Features nutzen kann, dann werden die natürlich auch genutzt. Und ich würde jetzt einfach mal an den ersten Redner übergeben und ja, wünsche uns allen eine spannende und natürlich auch eine erhellende Einsicht in diese ganze Thematik. Der Sebastian hat mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Kai Möller. Ich bin auch stellvertretender Vorsitzender bei uns hier in Hessen und bin beruflich tätig auch in der IT, habe da eine leitende Position in einer Internetfirma und möchte euch jetzt ein bisschen was über die technischen Details zum Trojaner erzählen. Da werde ich ganz konkret jetzt auf die Unterschiede zwischen der klassischen Telefonüberwachung und dieser Quellen-TKÜ eingehen, wo da die Unterschiede sind. Dann möchte ich kurz den Aufbau des Trojaners erklären, wie er verteilt wird oder wie auch nicht, da bestehen im Moment nur Vermutungen. Dann kurz auf die Funktionalitäten des Trojaners möchte ich eingehen, sowie die Kommunikation mit der sogenannten Kommandozentrale, die benutzte Verschlüsselung, die da benutzt wird, sowie verschiedene Angriffsszenarien auf den Trojaner selber. Zuallererst der Unterschied zur klassischen Telefonüberwachung. Also die klassische Telefonüberwachung findet ja beim Telefonanbieter statt, das bedeutet auch zu Behörden.
wendet sich in dem Fall an den Provider, also an die Telekom oder an andere Festnetzanbieter oder Handyanbieter und können im Prinzip direkt vor Ort beim Anbieter das Telefonat abgreifen. Das bedeutet, eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe werden dort direkt abgefangen und zu den zuständigen Behörden umgeleitet, sodass wir im Prinzip erstmal gar nichts davon mitkriegen können. Also auf unseren Handys oder auf unserem Telefon ist überhaupt nicht zu erkennen, ob wir abgehört werden oder nicht. Früher vielleicht schon, so mit ein bisschen Knistern in der Leitung oder so. Das gibt es aber heute in der Digitaltechnik ja gar nicht mehr. Und der Hauptunterschied ist an der Stelle, dass man könnte jetzt auch sagen, ja gut, wir könnten ja auch die Internetprovider dazu verpflichten, genau an der gleichen Stelle die Daten abzufangen und zu verwerten, auszuwerten oder zu analysieren. Nur leider haben wir das Problem mit der blöden Verschlüsselung, die wir alle benutzen. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass eine sogenannte Quellen-TKÜ stattfindet. Das bedeutet, wir müssen abhören, bevor verschlüsselt wird. Das kann im Prinzip nur auf dem Rechner geschehen, von dem aus gesendet oder empfangen wird, so wie das bei uns im Internet ist. Und das bedeutet, wenn wir Internetkommunikation abhören möchten, die verschlüsselt ist, ist es notwendig, eine Software auf unseren Geräten zu installieren. So, dieser Trojaner ist jetzt entstanden und das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip die entsprechenden Auflagen gestellt, wie sowas auszusehen hat. Und wir wurden jetzt eines Besseren belehrt, dass das halt nicht so aussieht, wie sich das Verfassungsgericht das gerne gewünscht hätte. So. Das ist der Hauptunterschied zur klassischen Telefonüberwachung. Nun möchte ich kurz den Aufbau des Trojaners beschreiben. Das ist nur ganz, ganz grob umrissen. Also die IP-Adresse, also die Kommunikation, die der Trojaner aufbaut, ist fest implementiert in dieses Programm. Das bedeutet auch, der Staat kann im Prinzip gar nichts mehr ändern, nachdem der Trojaner ausgeliefert wurde, kommuniziert dieser Trojaner ständig mit dem gleichen Server. Bekanntes Detail an der Stelle ist, dass dieser Server auch in den USA steht, also gar nicht in Deutschland. Und standardmäßig kommuniziert dieser Trojaner auf dem Port 443. Wir alle kennen das HTTPS-Protokoll. Das HTTPS-Protokoll ist die verschlüsselte HTTP-Kommunikation im Internet. Das heißt, wenn wir irgendwelche Seiten aufrufen, kann unser Provider erstmal nicht sehen, welchen Inhalt diese Seite hat. So, der Hintergrund, warum das auf Port 443 stattfindet, ist folgender. In vielen Firewalls, also unser eigentlicher Schutz, hat diesen Port 443 geöffnet. Selbst wenn wir eine sehr restriktive Firewall verwenden, hat den Grund, dass wir eine Direktverbindung brauchen, um eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen, um sicherzustellen, dass keiner mithören kann. Das heißt, auf Proxy-Seite, das bedeutet, ein Server, der zwischengeschaltet wäre, würde das nicht mehr funktionieren. Deshalb benutzen wir den Port 443, der häufig offen ist, um halt HTTPS erlauben zu können. Nun kommuniziert aber dieser Trojaner überhaupt nicht wirklich verschlüsselt. Er benutzt diesen Port einfach nur, weil sie es anbietet, weil viele Leute diesen Port eben geöffnet haben. Und ich habe es ja schon kurz angerissen, also ich habe ja von einer Verschlüsselung gesprochen. Die ist zwar auch in diesen Trojaner eingebaut, um die Kommunikation eigentlich zur Kommandozentrale zu sichern. Diese Verschlüsselung ist aber nur sehr rudimentär eingebaut. Das bedeutet, eingehende Verbindungen werden gar nicht verschlüsselt. Das heißt, die Kommandos, die der Trojaner von der Kommandozentrale erhält, ist komplett mitlesbar. So. Nur ausgehende Verbindungen werden verschlüsselt. Das bedeutet, das, was mein Trojaner, den ich bei mir auf dem Rechner laufen habe, zur Kommandozentrale schickt, das heißt, unsere Beweise werden quasi verschlüsselt. Quasi sage ich, weil es wird der AES-Algorithmus verwendet dafür. AES ist eine symmetrische Verschlüsselung. Eine symmetrische Verschlüsselung bedeutet an der Stelle, dass beide Kommunikationspartner denselben Schlüssel besitzen müssen, um zu
oder zu chiffrieren oder zu dechiffrieren. Ja, an der Stelle ist natürlich dieser AES-Schlüssel, der zur Verschlüsselung genutzt wird, um die Daten im Prinzip sicher zu machen, fest in das Programm einkompiliert. Das bedeutet, jemand mit ein bisschen Ahnung kann im Prinzip diesen Schlüssel auslesen und kann ihn auch hinterher verwenden, um unsere Daten, die an das jeweilige System geschickt werden, ebenfalls zu verschlüsseln, sodass dieses System das auf der anderen Seite auch annimmt. Also im Prinzip ist es so gut wie keine Verschlüsselung. An der Stelle ist im Prinzip nur noch von einer Quasi-Verschlüsselung zu sprechen. So, ansonsten ist dieser Programm so aufgebaut, dass kein einzelnes Programm verwendet wird, um die Verbindung zum Server aufzubauen, sondern so sogenannte DLLs. DLLs sind Quasi-Programme, also keine fertigen Programme in sich selbst, die ausführbar wären. DLLs sind sogenannte Dynamic Link Libraries. Dort kann ich Programmcode einbinden, der normalerweise auch in Excel-Dateien vorhanden ist, die wir ausführen. Allerdings hat eine DLL quasi den Vorteil, dass sie sich an bestehende Programme anhängen kann. Das Windows-System bietet da entsprechende Möglichkeiten, um jegliche Software, die ausgeführt wird, mit solchen DLLs zu füttern letztendlich. So viel zum Aufbau des Trojaners. Das bedeutet, es gibt keine Exe. Es sind zwei DLL-Dateien vorhanden, die wir aus Benutzersicht niemals wahrnehmen werden, weil sie im Windows-Verzeichnis irgendwo tief vergraben liegen. Diese zwei DLLs sind zum einen eine normale DLL, die im sogenannten User-Bereich abgelegt wird von Windows. Das bedeutet, da werden keine erhöhten Rechte gebraucht, um diesen zu starten. Und eine DLL, die einen sogenannten Windows-Kernel-Treiber enthält, um im Prinzip tieferen Zugriff im System zu bekommen. Dieser Kernel-Treiber kann nur beim Systemstart über die Registrierung geladen werden. Das tut er auch. Und zwar, wenn wir unseren PC starten und die sogenannte Windows-Shell gestartet wird. Das ist bei euch im Task-Manager der Prozess Explorer.exe. Jeder denkt im Prinzip erstmal Explorer, okay, das ist das Ding, was ich verwende, um meine Dateien hin und her zu schieben. Aber Windows verwendet diese Explorer-Exe im Prinzip, um euch das grafische User-Interface darzustellen. Und genau da liegt das Problem. Diese DLL wird geladen und hängt sich automatisch an den Explorer ran. Dieser Explorer baut auch später diese Verbindung zu dem Server auf. Das bedeutet, wir starten unser Windows, wir loggen uns ein. Nein, sogar noch bevor wir uns eingeloggt haben, hat der Trojaner die Möglichkeit, eine Verbindung zu seiner Kommandozentrale aufzubauen. So. Über die Verteilung, also wie jetzt der Start hergeht und die Dinger bei uns installiert, da können wir im Moment nur Vermutungen anstellen. Das wissen wir nicht genau. Zum einen gibt es halt, also es gibt drei Möglichkeiten, erstmal, die in Erwägung gezogen werden. Das ist einmal der physikalische Zugriff am Rechner selber. Das bedeutet, das BKA oder LKA muss entsprechend vor Ort sein. Der Rechner muss eingeschaltet sein, am besten noch unverschlüsselt und ohne Passwort. Dann geht das natürlich, ohne dass ich das mitkriege. Dann gibt es noch die Möglichkeit, der klassische Weg über E-Mail-Attachments, aber sagen wir mal ehrlich, heutzutage ist jeder, also nicht jeder, aber viele sind so kritisch, dass das bei vielen gar nicht mehr wirklich funktionieren würde. Deshalb würde ich ich persönlich würde diesen Weg ausschließen wollen. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, sogenannte Drive-by-Downloads. Drive-by-Downloads sind im Prinzip das, wenn ich eine Webseite aufrufe, zum Beispiel mit dem Internet Explorer, der ja sehr stark ins System eingebunden ist unter Windows, dann ist es möglich, dass die Webseite, die dort läuft, unter Umständen beim Laden dieser Webseite eine weitere Datei auf meinen Rechner lädt und unter Umständen auch ausführen kann. In dem Moment habe ich natürlich Pech und das System ist infiziert. Dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte, ich weiß jetzt nicht genau den Begriff, aber sogenannte Proxies, die sich zwischenschalten. Und im Prinzip auch auf dem Weg, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine Datei runterladen, ist es für den Provider möglich, mir an eine Excel-Datei, die ich runterlade, beliebigen Code anzuhängen. Das bedeutet, ich denke, ich lade mir gerade, was weiß ich, die neueste Winamp-Version runter, die ja kostenlos ist. Und wenn ich Pech habe, werde ich auf dem Weg beim Download mit dieser Datei, die wird im Prinzip verändert.
und ich krieg's nicht mit und führe sie aus und später hängt da halt ein Virus mit dem Kind dran. Was uns davor schützt, sind sogenannte Signaturen. Vielleicht kennt ihr es, wenn ihr eine Excel-Datei ausführt, wird euch angezeigt, wer der Hersteller ist. Und also ein sogenanntes Code-Signing-Zertifikat wird dafür verwendet. Hersteller, die vertrauenswürdig erscheinen wollen, haben sowas und signieren ihre Software damit. In dem Moment, wo jetzt solche Manipulationen stattfinden beim Download, verändert sich natürlich die Signatur, beziehungsweise sie ist nicht mehr gültig. An der Stelle würde dann auch Windows einen Fehler geben, sodass das im Prinzip nochmal ein kleiner Sicherheitsmechanismus ist, der aber leider auch nicht immer funktioniert, zumal nicht jeder Hersteller seinen Code signiert. So, infiziertes System, das infizierte System hat dann zwei DLLs geladen, beziehungsweise auf dem Dateisystem liegen, die dann im Prinzip beim Systemstart sofort an die Explorer.exe geladen wird und diese baut dann später die Verbindung auf, wie ich schon sagte. Der bisherige Kenntnisstand bis hier kurz vor der Veranstaltung war, dass der Code des Trojaners nur im 32-Bit-Format vorliegt. Kaspersky hat jetzt gerade eben auf Heise Meldung rausgegeben, dass sie jetzt auch eine weitere Variante des Viruses oder des Trojaners gefunden haben, der auch jetzt 64-Bit-Code ausführen kann. Okay. Was halt ganz interessant an der 32- und an der 64-Bit-Geschichte ist, dass 32-Bit-Code unsigniert ausgeführt werden darf unter Windows, aber 64-Bit-Code eine Signatur erfordert. Das heißt, an der Stelle hätte jetzt zum Beispiel, wenn wir noch nicht wüssten, dass der Hersteller des Trojaners Digipass ist, hätten wir ein eindeutiges Indiz dafür, wer der Hersteller des Codes ist. Ja, das war es jetzt im Prinzip auch schon zum Verteilungsweg. Also er ist nicht groß, aber ich nehme an, dass die ersten zwei Wege da, die ich genannt habe, da verwendet wurden. Ich persönlich schätze sogar den physikalischen Zugriff auf das System. Und jetzt möchte ich euch natürlich auch die Funktion des Trojaners nicht vorenthalten. Es sind derzeit 18 verschiedene Kommandos entdeckt worden, wo man aber noch nicht bei jedem genau weiß, was er überhaupt tut. Also die pikantesten und die auch gesicherten Informationen sind, dass dieser Trojaner ein Nachladen von bestimmten Modulen bzw. komplett neuer Software enthält, die dann auch später komplett ausgeführt auf dem Rechner, also ausgeführt wird auf dem Rechner. Sobald der Trojaner den Befehl bekommt, laden wir jetzt diese Software runter und dann wird sie sofort im Hintergrund installiert und ausgeführt. Der nächste Punkt ist eine sogenannte Autoüberwachung. Jetzt denkt man vielleicht, na gut, okay, das ist dann vielleicht Skype oder andere VoIP-Software, die dann da ausgehorcht wird. Aber es geht noch viel weiter. Es ist möglich, über den Trojaner das Mikrofon einzuschalten und dann wird im Prinzip das, was im Raum gesprochen wird, komplett übertragen. Das ist natürlich ein bisschen weiter gereicht als eine normale Überwachung, also eine normale Telekommunikationsüberwachung, weil natürlich dann auch Gespräche abgehört werden, die im Prinzip im Raum stattfinden und niemals über irgendwelche Leitungen gehen sollten. Dann ist es möglich, einen sogenannten Screencast zu machen. Das bedeutet, ich sende ein Video meines Bildschirmes. Das ist in geringer Bildqualität natürlich, weil so ein Stream natürlich auch ein bisschen Bandbreite fressen würde. Und der Trojaner dadurch dann eventuell ja auffallen können. Aber es ist definitiv möglich, einen kompletten Screencast übers Netz zu schicken, der dann auf der Gegenseite aufgezeichnet wird. Darüber hinaus natürlich die klassischen Bildschirmfotos. Diese Bildschirmfotos sind aber derzeit beschränkt auf Programme wie Skype und verschiedene E-Mail-Programme. Das bedeutet, es wird überprüft, welches Programm gerade im Vordergrund ist. Und wenn es dann ein E-Mail-Programm ist oder wenn es dann Skype ist, dann wird im Prinzip davon ein Screenshot erstellt. Es wurde noch keine Möglichkeit gefunden, den kompletten Screen zu einen Bildschirmscreen davon zu machen. Aber dafür haben wir ja den Screencast. Also wenn das nicht reicht, dann nehmen wir halt das Video, so nach dem Motto. Dann kann man noch den Trojaner über bestimmte Kommandos laden und entladen, beziehungsweise nur entladen, weil laden geht ja nur dann beim Systemstart wieder. Dann natürlich Löschen des Trojaners
und einen sofortigen Reboot auszuführen. Das heißt, wenn das System halt einfach mal ausgeht, ui, da war was. Und was auch ganz interessant ist, ist die Abfrage der installierten Software und Patches auf diesem System, um halt natürlich entsprechende Module nachladen zu können, ob sie kompatibel sind mit meinem System und ob ich damit weitere Dinge anstellen kann. Die Kommunikation zur Kommandozentrale wird halt, wie schon erwähnt, direkt beim Systemstart ausgeführt. Das bedeutet, sie verbindet sich direkt mit der Kommandozentrale und wartet im Prinzip dann nur noch auf Befehle. Diese IP-Adresse, die verwendet wird, ist auch fest eingebaut. Das bedeutet, wenn diese Trojaner einmal installiert ist, müsste erstmal ein Update kommen von außen, um einen anderen Server zu verwenden. Das heißt, wenn die Verbindung zur Kommandozentrale abbricht, hat der Staat oder die Behörden im Prinzip keine Möglichkeit mehr, irgendwie einzugreifen. Das heißt, sie müssten den kompletten Verteilungsweg neu gehen. Und ich habe ja schon erwähnt, also die Verschlüsselung ist nicht so der Bringer. Es ist ein AES-Verfahren mit symmetrischer Verschlüsselung. Der Key ist bekannt. Aber viel wichtiger ist an der Stelle eigentlich zu sagen, dass es keine Authentifizierung gibt bei der Kommunikation zwischen Kommandozentrale und dem Trojaner selber. Das macht die Sache natürlich für Angreifer recht einfach. Ich brauche zum einen nicht den Key zu kennen, um die Kommandos, die reinkommen, mitzulesen. Und ich kann natürlich in dem Moment auch Kommandos auf den Trojaner selber schicken, weil es findet keine Authentifizierung statt. Das heißt, ich selber könnte eine Man-in-the-Middle-Attacke machen. Das bedeutet, ich könnte den Netzwerkverkehr zwischen zwischen Kommandozentrale und dem Trojaner-Client, könnte ich manipulieren und entsprechende andere Kommandos absetzen, damit der Trojaner tut, was ich möchte. So, was da an der Stelle vielleicht noch ein bisschen als kleiner Funfact zu sagen ist, der Trojaner meldet sich im Prinzip nur mit einem kleinen Banner-String. Das bedeutet, ich mache eine Verbindung auf den Trojaner und der zeigt mir dann nur an, ich bin C3PO R2D2POE. Ja, ich meine, das ist eine kleine Anlehnung an Star Wars. Was sich die Entwickler dabei gedacht haben, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ich fand es halt lustig. Dieser Banner-String wird aber im Prinzip nur vom Server zum Trojaner geschickt, nicht umgekehrt. Also im Prinzip muss auch der Angreifer überhaupt nicht kennen, um irgendwelche Sachen zu manipulieren. Deshalb ist im Prinzip Scheunentor offen für jedermann, der weiß, dass dieser Rechner infiziert wurde. Und natürlich, dadurch, dass der Server im Prinzip diesen Byte-String jedes Mal schickt, bevor er Kommandos absetzt, ist es auch relativ einfach möglich, in einem Netzwerk, was ich verwalte, zu merken, wenn dieser Trojaner in meinem Netzwerk aktiv ist, weil es ein konstanter Byte-Stream ist, der immer wieder gesendet wird, bevor irgendwelche Kommunikation zwischen Server und Trojaner stattfindet. Es gibt sogenannte Intrusion-Detection-Systeme, die lauschen im Prinzip dauerhaft den Netzwerkverkehr ab und haben im Prinzip bestimmte Algorithmen, bestimmte Erkennungsmuster, die man einbinden kann. Und somit könnte ich recht einfach rausfinden, ob in meinem Netzwerk dieser Trojaner aktiv ist. Was letztendlich ein bisschen dilettantisch ist, weil man will ja eigentlich gar nicht, dass man den erkennt. Daraus ergeben sich dann halt auch ein paar Angriffsszenarien. Ich sag mal so, die Anmeldung durch Dritte an der Kommandozentrale ist auch recht einfach möglich und ich kann dadurch auch falsche Beweise liefern an der Stelle. Also ich schicke im Prinzip, weil ich den AES-Schlüssel kenne, schicke ich im Prinzip gefälschte Beweise an den Server, die jetzt eigentlich auf dem Rechner, der überwacht wird, zuzuordnen werden. Also im Prinzip könnte ich jeden anderen mit Beweisen belasten, die völlig irrelevant wären. Dann ist natürlich, wie ich schon beschrieben habe, die Manipulation des Netzwerkverkehrs möglich. Ich kann eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke durchführen, sodass ich jegliche Kommunikation manipuliere und entweder den Trojaner mit falschen Informationen befüttere oder umgekehrt, dass ich im Prinzip die Kommandozentrale mit falschen Informationen beliefere. Ein weiteres Angriffsszenario, was gar nicht so undenkbar ist, ein lokaler Angriff auf dem Rechner, der infiziert ist, selber.
Das bedeutet an der Stelle, ich installiere einen weiteren Trojaner auf dem Rechner, der gefälschte Beweise an den entsprechenden Server der Behörden liefert. Also das ist für mich jetzt zum Beispiel der größte Angriff, die größte Angriffsfläche, die ich auch im Prinzip weiträumig machen kann, weil es recht einfach ist, bestimmten Leuten unter Umständen Schadsoftware unterzujubeln, die dann im Prinzip die Kommunikation zwischen Trojaner und der sogenannten Kommandozentrale entbieten wird. So. Ja, also das war es auch schon so zu den groben technischen Details beim Trojaner. Das Fazit ist natürlich, wenn wir jetzt mal aus der Sicht der Behörden ist dieser Trojaner natürlich nicht so erfolgreich programmiert worden, weil er ist erstens leicht zu erkennen, er ist leicht manipulierbar, er ist komplett dilettantisch im Prinzip hergestellt worden. Ich nehme da immer ganz gerne zum Vergleich die Amerikaner, auch wenn das jetzt kein Lob sein soll, aber die nehmen sich halt die richtigen Leute, um solche Sachen zu entwickeln, weil da sind die größten Hacker irgendwie bei den Behörden angestellt und die machen im Prinzip dann ein richtiges Ding. Ja, und nicht sowas wie hier. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße, das heißt einfach nur, dass das zeigt deutlich auf, dass wir in Deutschland halt auch ein Problem damit haben, die entsprechenden Stellen damit zu beauftragen. Ja, das ist halt einfach schlichtes Unwissen. Und ja, das war es im Prinzip schon von meiner Seite und ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht, wo die Probleme und die Angriffspunkte sind. Und falls noch jemand Fragen hat, stehe ich natürlich da gerne offen oder bereit. Also die Frage war, wem gehört der amerikanische Server und was kann man gegen Drive-By-Downloads tun? Also Drive-By-Downloads, also erstmal der amerikanische Server gehört vermutlich den deutschen Behörden. Ich kann gerade die Firma nicht auswendig sagen, wo der Trojaner steht, wo die Kommandozentrale steht. Nee, habe ich hier auch nicht drin stehen. Kann ich aber gleich nochmal nachreichen, das ist kein Problem. Drive-By-Downloads, wie kann man sich davor schützen? Erstmal so auf einfache Art gar nicht. Doch, kann man. Also, ich weiß nicht, ob ihr alle Linux kennt. Linux funktioniert meistens mit sogenannten Paketmanagern. Ein Paketmanager beinhaltet immer auch eine sogenannte Hash-Summe. Eine Hash-Summe ist zum Beispiel, wie soll ich es erklären? Also ich habe eine Excel-Datei und es gibt sogenannte Prüfsummen. Diese Prüfsummen werden erstellt, indem ich diese Excel-Datei scanne. Und diese Prüfsumme verändert sich niemals, außer diese Datei wird manipuliert. In dem Moment, wo ich eine Datei runterlade und die Information habe, welche Prüfsumme auf dem Server liegt, kann ich diese Prüfsumme später auch wieder vergleichen mit dem, was ich runtergeladen habe. Sobald dieser Drive-By-Download eine Datei unter Umständen infiziert hat, die ich runtergeladen habe, kann ich anhand der MD5-Summe oder dieser Prüfsumme im Prinzip feststellen, ob die Datei manipuliert wurde. Und diese Drive-By-Downloads innerhalb des Internet Explorers sollten im Prinzip weitgehend bereinigt worden sein. Allerdings gibt es auf dem Schwarzmarkt immer wieder für mehrere tausend Euro noch sogenannte Zero-Day-Lücken. Zero-Day-Lücken sind Sicherheitslücken, die nicht wirklich der Öffentlichkeit bekannt sind und entsprechend auf dem Schwarzmarkt dann auch gegen Geld gehandelt werden. Und im Prinzip ist es dann aus Sicht der Behörden notwendig, auch Geld dafür auszugeben, dass im Prinzip jemand infiziert werden kann. Weil im Prinzip das Windows-Update, was jede zwei, drei Wochen stattfindet, auch immer guckt, dass es irgendwelche Lücken, die in der Beziehung ist, schließt. Allerdings nicht alle, weil die auch nicht wirklich bekannt sind. Ja, diese Zero-Day-Lücken funktionieren auch meistens dann nur 1, 2, 3, 4 Mal, bis sie halt bekannt werden und geschlossen werden. Aber bis dahin haben wir schon andere, die sich dann wieder neu gekauft werden können. Alex? Gab es noch eine Frage? Hast du ja die. Gut. Ja?
Also die Frage war, warum heißt das eigentlich O-Saft? Weil der CCC es kann. Nein. O-Saft, im Prinzip, ich nehme an, das ist eine Anspielung auf Bayern. Also das erste Ding wurde ja in Bayern gefunden. Und daraufhin kamen erst ganz andere Länder in Deutschland, die dann auch gesagt haben, hey, wir könnten das ja auch und so. Nein, also die Anspielung ist an der Stelle definitiv auf Bayern bezogen, weil da der erste Trojaner gefunden worden ist. Und im Prinzip, ich weiß nicht, vielleicht weil es Oktoberfest ist oder so, heißt es vielleicht Kontrakt. Und das, achso, und warum das kein O ist, sondern eine Null, hat auch damit zu tun, weil es eine Zero-Day-Lücke ist. Also im Prinzip ein Zero-Day-Virus oder Trojaner, der da gefunden wurde, der vorher gar nicht bekannt war. Deshalb hat man da die Null vorgepackt. Das ist im Prinzip auch eine Anspielung davon. Die Frage war jetzt, wo kann man den Wurmstrojaner downloaden oder den Quellcode? Also den Quellcode noch nirgends. Die Funktionen, die rausextrahiert wurden vom CCC, wurden alle mit einem Disassembler gefunden. Das bedeutet, eine fertige Exe-Datei, die wir nur ausführen brauchen, wird im Prinzip runtergebrochen auf ihren Maschinencode. Also das, was wirklich später ausgeführt wird auf der CPU. Und das heißt im Prinzip, man kann nur erahnen, was er tut, weil bestimmte systemnahe Funktionen ausgeführt werden. Und den Download des Binärprogrammes, was wir auch ausführen können daheim, gibt es auf ccc.de. Ansonsten, wenn ihr wünscht, der Flughafen mit einem Windows-Rechner in die Staaten reisen. Genau, oder man fliegt über Bayern mit einem Windows-Rechner in die Staaten. Noch eine Frage? Ja. Ja, noch eine Frage? Also bestimmt hat man ja herausgefunden, in welcher Programmiersprache das programmiert wurde. Nee. Hat man noch nicht? Nee. Okay. Also nicht meines Wissens nach. Ja gut, es ist dann naheliegend, dass es wahrscheinlich C oder C++ war. Also es war auf keinen Fall Java zum Beispiel. Das hätte man nicht sehen können. Genau. Also es kam hier gerade noch ein Kommentar aus dem Publikum. Also es ist sehr wahrscheinlich C oder C++-Code, weil Java-Code hätte man im Prinzip relativ leicht erkannt. Weil ja natürlich dafür auch die entsprechende Software installiert werden muss, damit Java-Code überhaupt ausgeführt werden kann. Hat Schreiber eigentlich irgendwas mit JavaScript zu tun? Auch, ja. Also ist man ein bisschen sicherer. Richtig. Also man kann auch eine leichte Sicherheitserhöhung erreichen, indem man jetzt zum Beispiel Plugins für den Firefox oder für andere Browser verwendet, die erstmal Java-Code also JavaScript-Code ausblenden bzw. nicht ausführen. Es ist ja immer die Rede, was den Windows-Rechner betrifft. Gibt es eine Möglichkeit oder überhaupt eine Gefahr, dass man mit einem Linux-System eine ähnliche Attacke ausgeführt werden könnte? Die Frage war jetzt, ob es weitere Systeme betrifft außer Windows, so wie Linux oder Mac. Mir sind noch keine weiteren Varianten bekannt, aber wie ich eben im Vortrag schon gesagt habe, kurz bevor wir hier angefangen haben, hat Kaspersky eine weitere Version des Trojaners gefunden. Ich will nicht ausschließen, dass es auch für Linux und für Windows möglich ist, denn dort gibt es auch ähnliche Mechanismen wie unter Windows, dass sogenannte Shared Libraries im Prinzip hinter normale ausführbaren Dateien gehängt werden und jeglichen Code, den sie enthalten, mitladen. Also die Möglichkeit besteht definitiv. Es macht die Sachen unter Linux oder unter Mac, naja, Mac eher einfacher, aber unter Linux eher schwieriger, weil die Systeme sich derart unterscheiden und nicht ganz so homogen sind wie jetzt zum Beispiel ein Mac oder Windows. So, ich denke, das sind keine weiteren Fragen mehr. Dann würde ich mal weitergeben an den Sebastian. Hey. Erstmal danke an den Kai. Dann wollte ich vielleicht sagen, dass wir, bevor wir weitermachen, einfach mal ein paar Minuten Pause machen. Es ist folgendes, dieses Café hat nämlich eigentlich gar nicht mehr geöffnet. Und es wäre jetzt ganz toll, wenn ihr jetzt vielleicht ein paar Kaffee oder sowas bestellen könnt, wenn ihr denn jetzt gerade nichts zu trinken habt. Und damit hier den Kaffeebesitzer ein wenig unterstützt und der kann dann die Kaffeemaschine anschmeißen, ohne im Stream
gehört zu werden. Und ich denke, so 5 Minuten, so einige Raucher werden sich auch noch finden, die irgendwie rausgehen wollen. Also dann um 35 treffen wir uns einfach hier wieder und dann machen wir mit dem Emanuel weiter. Wenn der Emanuel jetzt auf die Bühne kommt und einfach mal etwas über die rechtliche Situation und die Strafanzeige der Piratenpartei gegen diesen bösen Trojaner erzählen könnte. Emanuel, bitte. Ja, danke. Ahoi erstmal alle zusammen. Kurz zu mir, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Emanuel Schach. Ich bin Pirat in der Rechtsabteilung unter anderem und nebenbei, wenn ich gerade nicht Piratisches mache, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht hier in Frankfurt und habe in diesem Zusammenhang das Vergnügen gehabt, mit der Strafanzeige des Bundestrojaners, die gestern der Landesverband Bayern bei der Staatsanwaltschaft München 1 eingereicht hat, mitarbeiten zu dürfen. Formal hat die der Kollege Thomas Stadler eingereicht. Ich denke, der ist ja allen auch ein Begriff. Wo ist die ganze Sache losgegangen? Ich möchte noch ein Stückchen vor dem zurückgehen, was jetzt der Kai wunderbar gemacht hat. Angefangen hat die ganze Sache nach derzeitigem Stand, nämlich bereits 2007, berichtet jedenfalls die Frankfurter Rundschau. Ich möchte damit anfangen, weil ich erstmal so den Teppich legen will, was ist die faktische, die Grundlage, welcher Sachverhalt, auf welchem Sachverhalt basiert unsere Strafanzeige. Die Frankfurter Rundschau berichtet, ihr liege Schriftverkehr vor zwischen der Firma Digitask, die den Trojaner hergestellt hat, dem Bayerischen Innenministerium, den Oberlandesgerichtspräsidenten und den Generalstaatsanwälten. Und aus diesem Schriftverkehr ergebe sich ein sehr umfassendes Bild und eine sehr umfassende Beschreibung dessen, was der Trojaner so alles kann. Also insbesondere auch, was er weit über die sogenannte Quellen-TKÜ hinaus kann. Das ist, wie ich finde, sehr relevant, weil damit feststeht, dass die politisch und juristisch Verantwortlichen in Bayern von Anbeginn an wussten, dass dieser Trojaner eben nicht nur... Das bringt Glück. Nicht nur Quellen-TKÜ kann, sondern dass er eigentlich die Online-Durchsuchung kann. In 2008, im Januar, im Februar 2008, also maximal ein Jahr nach diesem Schriftverkehr, hat das Bundesverfassungsgericht zu der Frage des Trojaners entschieden. Und sie haben festgestellt, dass eine Quellen-TKÜ, also das, was der Kai beschrieben hat, das Abhören des Telefongesprächs, bevor es verschlüsselt wird im Internet, dass die zulässig sei, alles darüber hinausgehende jedoch nicht. Jetzt haben wir uns überlegt, bei der Abfassung der Strafanzeige, dann hatten wir also ab Februar 2008 doch die Situation, dass beispielsweise die Generalstaatsanwälte, also die drei größten, höchsten Staatsanwälte im Bundesland Bayern, in dem Moment wussten, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Trojaner in der Form, wie wir in Bayern ihn haben, ist rechtlich eigentlich nicht mehr zulässig. Er ist verfassungswidrig. Jetzt kommt die weitere Besonderheit. Die Generalstaatsanwälte haben bei uns Weisungsbefugnis gegenüber allen untergeordneten Staatsanwälten. Die Staatsanwaltschaft ist in Deutschland hierarchisch aufgebaut. Der unterste Staatsanwalt hat das zu machen, was sein Chef sagt. Und so geht das ganz nach oben bis ins Justizministerium. Der Justizminister weist Generalstaatsanwälte an, die müssen das umsetzen. Generalstaatsanwälte weisen Oberstaatsanwälte an und dergleichen mehr. Eine Erkenntnis, dass man in Bayern seitens der Generalstaatsanwälte daraufhin, also infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, gesagt hätte, jetzt müssen wir eine Anweisung rausgeben, stoppt das Ganze, gibt es nicht. Ganz im Gegenteil. Es hat sich herausgestellt, dass Bayern munter weitergemacht hat mit dem Trojaner und zwar nicht nur Quellen-TKÜ betrieben hat. Das Landgericht Landshut hat Anfang dieses Jahres, 2011, einen Fall gehabt, in dem herausgekommen war, dass das Bayerische Landeskriminalamt umfangreich zum Beispiel Screenshots gemacht hat, während einer sogenannten Quellen-TKÜ. Das Gericht hat die Quellen-TKÜ auf Antrag angewiesen. Und das Bayerische Landeskriminalamt ist hergegangen und hat in einem Verfahren, in dem es um schwer, ganz schlimme Kriminalität geht, wir erinnern uns, es war ungefähr Terror und Kinderschänder, nämlich in einem relativ klein gelagerten Betäubungsmittelverfahren, 30.000 Screenshots gemacht. Wissend, dass das Bundesverfassungsgericht das verboten hat. Dafür sieht das Gesetz eigentlich Strafen vor.
nämlich Paragraph 202a Ausspähen von Daten. Wenn das eine Person macht, die nicht bei der Polizei arbeitet, ist das strafbar. Die Polizei darf Straftaten begehen, wenn sie gerechtfertigt sind. Wenn es also eine Norm gibt, die es ihr erlaubt, das zu tun. In aller Regel sind das zum Beispiel richterliche Anweisungen oder Vorgaben, die sich im Landespolizeirecht oder in der Strafprozessordnung finden. Hier haben wir die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wenn wir sowas machen, ist es verfassungswidrig. Und das ist das höchste Verbot, das wir haben. Gleichwohl haben sich die Ermittler eben nicht daran gehalten, haben es trotzdem gemacht. Sie wussten also, dass sie sich strafbar gemacht haben. Darüber hinausgehend wussten das aber auch die Generalstaatsanwälte, weil die von Anfang an, nämlich als man über das Programm gesprochen hat mit dem Hersteller, informiert worden sind, was das Programm kann. Und sie wussten, dass es verfassungswidrig ist, jedenfalls nachdem sie das Urteil hatten. Sie haben nichts unternommen. Des Weiteren die Präsidenten der Oberlandesgerichte. Die haben zwar keine Weisungsbefugnis, aber sie wussten auch, was das Programm kann. Man kann sich jetzt natürlich hinstellen und kann sagen, naja, es konnte ja keiner damit rechnen, dass das genutzt wird. Das halte ich für den Kai, oder nee, zumal war es eine sehr lächerliche Vorstellung, zumal man dann auch in der Strafjuristerei den Begriff des billigenden Kaufnehmens kennt, das ist der sogenannte Eventualvorsatz. Wenn ich etwas sehe und nehme billigenden Kauf, dass es geschieht, dann habe ich Vorsatz. Und den sehe ich bei diesen Herrschaften dann auch gegeben. Und über allem thront das Innenministerium, das in diesen Schriftverkehr involviert war und vermutlich das Programm gekauft hat. In Kenntnis dessen, was das Programm kann. Und da kommt jetzt eigentlich das juristische Sahnestückchen, wie ich finde, an der ganzen Strafanzeige, das auch als einziger Paragraph in dieser Normenkette, die ich bisher erwähnt hatte, nicht eines Antrages bedarf, nämlich der 202c. Vorbereiten des Ausspähens und Abfangen von Dateien. Er sagt, wer eine Straftat nach 202a oder 202b vorbereitet, indem er Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, sich oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Und genau das hat man gemacht. Man hat ein solches Programm gekauft. Wir haben lange diskutiert, ob wir die Strafanzeige in Bayern erstatten. Weil wir wissen, wir haben auch die Strafanzeige jedenfalls indirekt gegen die von mir genannten Personen gerichtet. Wir sind dazu nicht verpflichtet gewesen, jemanden zu benennen. Eigentlich ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das zu ermitteln. Das ist allerdings hilfreich, wenn man die Argumentationslinie auch insoweit schon aufzeigt. Wir haben eine Zeit lang darüber diskutiert, ob wir das in einem anderen Bundesland machen, was an sich schwierig ist, weil die Zuständigkeit anderer Bundesländer nicht da ist. Aber wir haben jetzt in Bayern die Situation, dass wir Strafanzeige erstattet haben gegen alle drei Generalstaatsanwälte, die Dienstvorgesetzten der Staatsanwälte sind, die die Strafanzeige zu behandeln haben. Es ist relativ wahrscheinlich, dass diese Strafanzeigen zu keinem Ergebnis führen werden. Aber wir haben da durchaus Rechtsmittel. Der weitere Weg wird wahrscheinlich sein oder ist geplant. Wenn die Verfahren nicht eröffnet oder eingestellt werden, kann man dagegen Beschwerde einlegen. Das Ganze kann man bis zum Oberlandesgericht treiben. Gut, da sitzen jetzt die Präsidenten der Oberlandesgerichte, die sind auch angezeigt. Wir lassen uns überraschen. Gegebenenfalls kann man auch ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren betreiben, indem man dann ein eigenes Strafverfahren quasi vor die Oberlandesgerichte bringt. Da war noch was. Also, ich sage mal, juristisch ist dieser Weg natürlich wahrscheinlich relativ aussichtslos. Aber er ist mehr als nur Juristerei. Weil wir zeigen müssen, dass es so nicht gehen kann. Dass das Gesetz eigentlich Möglichkeiten bietet, sich gegen sowas zur Wehr zu setzen. Und ich denke, wir müssen hier sowohl dem Land Bayern als auch den anderen Bundesländern, die jetzt nach und nach rauskommen, auch durchaus die Möglichkeit geben, zu zeigen, wie ernst es ihnen mit Rechtsstaat und Strafverfolgung auch der eigenen Leute ist. Das wird sicherlich politisch weit mehr bringen als juristisch. Ich nehme mal die Anregung vom Ernst noch auf. Wo ist er? Da.
der eben noch mich gebeten hat, auch noch auf einen anderen Punkt hinzuweisen. Ich denke, der passt jetzt hier ganz gut. Nämlich die Frage, inwieweit wir uns mit dieser rein politischen Position, mit dieser rein juristischen Position beenden sollten und sagen sollten, ja, hier sind Straftaten passiert. Dass die passiert sind, ist meiner Meinung nach relativ offensichtlich. Das kann man auch ohne große juristische Kenntnisse durch einfache Blicke ins Gesetz schon feststellen. Aber die Frage ist, wollen wir denn überhaupt zulassen, dass solche Trojaner eingesetzt werden? Weil das Ermittlungsbehörden über die Grenzen dessen, was sie dürfen, hinausgehen, das ist kein Einzelfall. Weiß Gott nicht. Das kennen wir Strafverteidiger regelmäßig. Wir kämpfen regelmäßig dagegen an, dass Polizeibehörden zunehmend Grenzen bewusst überschreiten, um zu gucken, inwieweit das im Verfahren hält. Und die Erfahrung zeigt, die Gerichte dehnen mit aus. Die Gerichte gehen in aller Regel den Weg mit. Da wird dann die Telefonüberwachung schon vor vielen Jahren, war das ein Thema, von daher fand ich es auch im Kreis sehr interessant jetzt zu hören, wo er gesagt hat, jetzt werden die Rechner eingesetzt als Mikrofone. Das Thema gibt es schon, ich sag mal, 15 Jahre im Rahmen der normalen Telefonüberwachung. Es gab viele technisch versierte Leute, die gesagt haben, wenn ich eine richtig ordentliche Telefonüberwachung mache, mit nicht Internet, sondern mit den normalen Telefonen, dann dient jedes Telefon, solange es eingeschaltet ist, solange es Saft hat, als Mikrofon und als Sender. Das heißt, es hielt sich hartnäckig das Gerücht, es ist nie wirklich verifiziert worden, jedenfalls meines Wissens nicht, aber alle technisch versierten Leute haben es bestätigt, dass es den Staatsschützern, den Bundesnachrichtendienst und den Verfassungsschützern jederzeit möglich war, über jedes Telefon jeden Raum abzuhören. Und das auch gemacht wurde. Auch da gab es keine Rechtsgrundlage, passiert ist es wohl trotzdem. Wie in vielen anderen Bereichen auch. Es werden Gesetze geschaffen, die ausgenutzt werden, die ausgedehnt werden. Und wenn sie dann ausgedehnt sind, passiert genau das, was der Herr Friedrich jetzt macht. Man sagt, ja, ihr seht, wir brauchen es und dementsprechend wird nach der Erlaubnis gefragt. Das ist insoweit auch nur die Spitze des Eisberges, die hier passiert ist. Deswegen denke ich, müssen wir, wenn dieser Hype, der im Moment um diesen Trojaner gemacht wird, rum ist, weitergehen und müssen weiter klar sagen, nein, derartige Methoden lehnen wir Piraten ab. Das wäre es, was ich zum juristischen Teil erstmal zu sagen hätte und geht mal die Fragerunde auf. Bescheidene Frage. Wo ist die Chance, dass diese ganze Sache hergeht, beim Bundesverfassungsgericht zu landen? Ich würde mal interessieren, was Sie dazu sagen, dass man hier Urteile so betrachtet. Die Chance, das bis zum Bundesverfassungsgericht zu treiben, das ist theoretisch ist die immer da. Also in dem Fall mit Sicherheit auch. Es ist eine Frage des Atems und wahrscheinlich auch des politischen Wollens, inwieweit man das damit treiben will. Natürlich, wenn hier, wie fast zu erwarten steht, mit sehr dünnen Begründungen versucht wird, das alles tot zu machen, wird man halt einen Weg finden müssen, einen Verfassungsverstoß daraus herzuleiten. Und ich denke, das wird höchstwahrscheinlich machbar sein. Aber das ist natürlich spekulativ, solange wir die Entscheidung nicht kennen. Was? Wenn man es bis zum Verfassungsgericht greift, bis die Entscheidung da ist. Schwierig zu sagen. Das hängt letztlich davon ab, wie schnell oder wie lange die sich Zeit lassen mit ihren jeweiligen Entscheidungsstufen. Es gibt keinerlei Fristen, bis wann so etwas beschieden sein muss. Beispiel Servergate, wir sind mittlerweile in der zweiten Instanz und das ist jetzt, das war im Mai, wir sind jetzt 5 Monate dran. Also, und da ist aktuell noch keine Entscheidung unmittelbar bevorsteht, meine ich. Das kann Jahre dauern. Ja, mich hat auch eher interessiert, eher 3 oder eher 10. Also, dass es Jahre sind, ist eher, also, das kommt darauf an, wie weit der Weg wird. Also, je nachdem, wie schnell die Wege zumachen, eher 3. Und wenn wir eine Möglichkeit kriegen, ein Klageerzwingungsverfahren wirklich durchzuziehen, dann kann das natürlich allein auch schon eher dann in den Bereich der 10 gehen. Weil also die können schon auch schön schieben. Die Firma Didikon
Ja, die Firma Digitask. Dass gegen die nichts unternommen wird, würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben die Strafanzeige jetzt erstmal für Bayern gemacht. Die haben wir jetzt auch darüber hinaus als sozusagen als Rohentwurf für jedes andere Bundesland fertig. Jedes Bundesland, das davon betroffen ist, sage ich an der Stelle nochmal, soll ich bitte gerne an mich wenden. Die bekommen dann gerne diesen Entwurf, damit sie ihn auf ihre eigenen Verhältnisse angepasst einreichen können. Wir in Hessen würden das sicherlich, so wie ich den Zumal verstanden habe, ist das wohl Common Sense machen, wenn es kein anderer macht, damit es gemacht wird. Gleiches kann man natürlich bei Digitask probieren. Digitask hat allerdings einen kleinen Vorteil gegenüber den den staatlichen Stellen, weil Digitask nicht in der Verpflichtung ist, auf die Rechte der Bürger zu achten, jedenfalls nicht in dem Maße, wie es beispielsweise ein Generalstaatsanwalt ist, der dazu da ist, Straftaten zu verhindern und nicht diese zu ermöglichen. Digitask wird sich höchstwahrscheinlich zurücklehnen und sagen, wir haben das hergestellt, wir gehen doch davon aus, dass der Staat es nur im legalen Rahmen einsetzt. Wer, wenn nicht die Generalstaatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt, wird sich denn an die Gesetze halten? Das dürften wir doch glauben. Also ich glaube, die wird man am schwierigsten kriegen. Wobei praktisch betrachtet natürlich die am ehesten geopfert werden. Die haben ja nicht gehackt. Die Argumentationslinie läuft so ein bisschen auf der Linie, die da laufen wird, das ist natürlich die Prognose von mir. Wenn ich sie verteidigen würde, würde ich sagen, wir nehmen die Linie der Waffenlobby, indem wir sagen, es hat noch nie ein Waffenmensch getötet, sondern nur der schießt. Wenn ich richtig informiert bin, ist der Geschäftsführer von Digitask wegen Bestechung rechtskräftig verurteilt worden. Inwiefern darf im Grunde genommen dürfen Behörden mit die Anzeige war oder das Urteil galt einer Bestechung. Also der ist wegen Bestechung rechtskräftig verurteilt worden. Inwieweit darf im Grunde genommen ein Amt oder eine Behörde mit so jemandem überhaupt zusammenarbeiten? Ja, es ist in der Tat richtig, dass, ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer oder Führung der Mitarbeiter bei Digitask bereits eine Verurteilung wegen Bestechung hat. Ich meine, es war, glaube ich, ein Jahr oder so, was er kassiert hat. Die Behörden, ja, ist dann die Frage, ob die das wissen, ob die sich da schlau gemacht haben. Das ist ein weiterer Kriegsschauplatz, der auf einem anderen Feld stattfindet. Um das wirklich überprüfen zu können, müsste man die Hintergründe der Vergabe kennen. Die natürlich auch wieder eine sehr spannende Frage sind, wenn man sich überlegt, dass die Muttergesellschaft dieser Firma einen prominenten Chili im Aufsichtsrat oder im Vorstand hat und Beirat. Gut. Und das Ganze natürlich im Zusammenhang mit der Terrorgesetzgebung stattfindet, die von dem Herrn Chili initiiert ist und da wohl keine öffentliche Ausschreibung stattgefunden hat. Da wird uns aber mit Sicherheit der Michael noch was dazu erzählen, hoffe ich. Ich hab da noch eine Frage, so aus dem Nebenraum. Ich war die letzten Tage leider nur sehr selten online, deswegen haben Sie es nicht mitgekriegt. Aber hat sich nicht unser Innenminister dahingehend geäußert, der Bund hätte damit gar nichts zu tun? Tatsache ist, dass die Bundesnetzagentur das Test- und Monitoring-Center für den Staatstrojaner bei Digitask bestellt hat, und zwar im April 2009 mit einem Vierjahresvertrag. Der gilt also im Moment eigentlich noch. Und daran hieß es in der Ausschreibung explizit, dass Digitask zusichert, dass man die Rechtmäßigkeit damit prüfen kann. Also da würde ich dich bitten, das kann ich jetzt nicht alles wiedergeben für den Stream, da würde ich dich bitten, dass du wirklich zu dem Thema nochmal was sagst. Aber allein die Tatsache, dass der Herr Friedrich gesagt hat, der Bund hat mit der ganzen Sache nichts zu tun, ist für mich nicht wirklich ein überzeugendes Argument. Der Herr Friedrich ist auch der Auffassung, dass das sein muss und dass das überhaupt nicht kritisiert werden darf, was hier passiert ist. Und es haben einige Innenminister der Bundesländer gesagt, wir haben damit nichts zu tun und das betrifft uns nicht und das sieht mittlerweile ganz anders aus. Der Zoll, bei dem wohl dieses ganz konkrete Programm eingesetzt wurde, soweit ich weiß, hat das ein Kollege aus einem Verfahren an den CCC weitergegeben, in dem der Zoll den Trojaner in Bayern installiert hat. Also der Zoll ist meines Wissens nach wie vor beim Finanzministerium angesiedelt und zwar beim Bund.
Also da finde ich die Aussage schon gewagt, dass der Kunde mit nichts zu tun hat. Das sind die gleiche Qualität im Grunde genommen wie wenn die, der Friedrich kommt ja aus Bayern und wenn die Bayern sagen, wir haben keinen Staatsbürger gehabt, was ja jetzt widerlegt ist, dann ist wahrscheinlich der gleichen, mit dem gleichen Wahrheitsgehalt zu rechnen, diese Aussage. Zweifelsohne, aber das ist, glaube ich, unabhängig davon, dass der Friedrich bei den Bayern ist. Es gilt, glaube ich, weltweit in der Politik, dass niemand jemals seine Absicht hatte, eine Mauer zu errichten. Die Rente ist auch sicher, genau. Jo, wenn keine weiteren Fragen sind, gebe ich schon das Mikro wieder an den gerade rechtzeitig da. Oh, Entschuldigung. Irgendwo habe ich was gelesen, da 13 Millionen Euro beflossen dafür. Habe ich auch mal gelesen, der Thomas hat mich vorhin eines Besseren belehrt, der aktuelle Stand ist wohl 2,9 Millionen. Aber wenn man sich anhört, was der Trojaner kann und welches Niveau er hat, ist das immer noch teuer bezahlt. Es gibt schon mal mehrere Bestellungen bei Digitas. Wenn man diese Liste durchschaut, gibt es also endlich was bei Digitas rausgegangen. Ja, es gibt mehrere Varianten dieses Trojaners. Also ich habe gestern noch mal gelesen, dass der BND ganz stolz verkündet hat, ja, die Fassung, die ihr gefunden habt, die haben sie uns auch angeboten, die wollten wir nicht, aus Sicherheitsbedenken, wir haben uns einen modifizierten machen lassen. Wir verstehen gar nicht, warum die LKAs das nicht genommen haben, die Variante. Ja, meine Frage dazu wäre jetzt, wenn das Ding ja illegal ist, ne, haben die nicht unter Zitzen Überschlagung gemacht, gibt was illegales Autos da kaufen dürfen? Das ist auch eine spannende Idee, ob das nicht eine, ich formuliere es mal, eine Veruntreuung wäre, mit Staatsgeldern ein illegales Programm zu kaufen. Auch ein guter Gedanke, ja. Sobald wir wissen, wer an dieser Ausschreibung beteiligt ist, stellen sich sicherlich noch einige Fragen im Zusammenhang mit der Vergabe. Aber da wissen wir nicht, also ich habe das am Anfang ja gesagt, wir haben versucht, die Strafanzeige, die wir gestaltet haben, die wir gestellt haben, wirklich auf Basis dessen, was wir zumindest mal an Pressemitteilungen, die so umherschwirren, verifizieren können. Wir wollten uns nicht den Vorwurf machen lassen, mit irgendwelchen Spekulationen zu arbeiten, sondern wir haben uns ganz streng an das gehalten, was man bisher weiß. Und da ist für mich also wirklich die zentrale Geschichte gewesen, die interessanterweise auch nicht weiter verbreitet wurde, dieser Artikel der Frankfurter Rundschau, der gesagt hat, Ihnen liegt der Schriftverkehr aus 2008 vor und es sei gerade daraus offensichtlich, dass der Trojaner all diese Sachen, über die man jetzt sich so aufregen kann. Die Rundschau bezieht sich auf WikiLeaks. Die sagen, es liegt ihnen vor. Die sagen, es liegt ihnen vor. Ja, aber den WikiLeaks hast du genau in diesem Korrespondenz auch. Dann schick mir mal den Link, die interessiert mich nämlich wirklich. Ich hab eine Frage, allgemein Frage, als ich als Rechtsanwalt zum Selbstverständnis der Polizei. Ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass da müssen ja jede Menge Leute involviert gewesen sein. Dass keiner von denen irgendwie so ein bisschen Arsch in der Hose hat und sagt, oder auch mal irgendwo bei WikiLeaks was hinterlegt, zu sagen, wir benutzen hier illegale Software, das ist auf aller Wahrscheinlichkeit nicht okay. Das sieht so aus, warum Rechtsanwalt, wie er gesagt hat, die Sachen zum CFC geschickt hat, damit überhaupt erstmal rausgekommen. Aber es müssen doch meines Erachtens hunderte von Leuten involviert gewesen sein. Ist das ein dermaßen verschworener Haufen, dass da keiner irgendwie mal was sagt, also müssen wir uns echt Gedanken über unsere Polizei machen? Das ist eine spannende Frage, inwieweit man sich jetzt Gedanken über das System unserer Polizei machen muss, dass da keiner sich offenbart hat und sei es auch über WikiLeaks. Der Chorgeist der Polizei ist ja durchaus bekannt, das ist ja kein, auch nicht typisch deutsches Phänomen. Den Chorgeist gibt es überall, den gibt es bei der Polizei zweifelsohne auch. Die Polizei hat allerdings erschwerend gewisse Vorteile, weil man wird ihnen im Zweifel immer glauben. Ja? Das heißt, wenn du in der Situation vor Gericht bist und versuchst mal aufzuklären, dass da irgendeine Schweinerei gelaufen ist, dann wird das Gericht sagen, ja, dann fragen wir doch einfach mal den Polizeiramt. Und viel mehr Möglichkeiten hast du in der Regel nicht. Und deswegen fliegt sowas eben nur durch so einen Zufall auf, dass halt auf einem Rechner jemand, der das geflöht hat, der sich wohl damit auskannte, der das gefunden hat, den Ansatz, und dann über seinen Verteidiger das Ganze an CCC gegeben hat. Ja. Ich teile auch beispielsweise jetzt nicht die Euphorie, die im Netz war, dass man gesagt hat, wunderbar, damit ist ja das Ganze in Zukunft völlig hinfällig, weil nie mehr jemand was verwerten kann, was auf diese Weise gewonnen wurde, weil man jetzt sagen kann, das kann ja jederzeit auf die Platte von außen eingeführt werden. Praktisch würde das so ablaufen. Du rügst das als Verteidiger, sagst, das kann nicht verwertet werden, weil da ist der Trojaner eingesetzt worden, das kann von überall herkommen.
dann wird der Richter sagen, ja, Herr Verteidiger, wo soll es denn hergekommen sein? Von der Polizei? Fragen wir doch mal den überwachenden Beamten. Haben Sie sonst konkrete Erkenntnisse, wer was aufgespielt hat? Nein, Beweisantrag ins Blaue hineingestellt, abgelenkt, fertig. So wird es in der Praxis laufen. Und da die Polizisten das wissen und immer erleben, dass ihnen auch geglaubt wird, in der Situation Aussage gegen Aussage wird immer den Polizisten geglaubt, entsteht natürlich auch ein Selbstverständnis, A, wir sind die Guten, weil wir kämpfen ja gegen die Bösen, und B, der Zweck heiligt die Mittel. Weil du willst ja diesen bösen Drogendealer oder den Kaufhausdieb oder was auch immer, der dich auf die Schliche kommt. Und da sind die Begrenzungen, die das Bundesverfassungsgericht und irgendwelche Bürgerrechtsfanatiker setzen, ja nur widerlich. Aber es klingt jetzt Verständnis dafür, dass das relativ häufig passiert, dass man außerhalb dieses Verfahrens. Also soweit möchte ich definitiv nicht gehen, dass regelmäßig Beweismittelmanipulation stattfindet. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, es Grenzen werden ausgelotet und Gerichte gehen das sehr gerne mit. Unter denen gewisse Paragraphen, die sehr weiträumig gefasst sind, helfen da unwahrscheinlich. Also ein praktisches Beispiel ist zum Beispiel, weil irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, die Bildung der kriminellen Vereinigung oder sowas eingeführt. Das kann auch früher gewesen sein, das ist jetzt wichtig. Aber die zum Beispiel wird als Anlass genommen, dass wenn der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung besteht, das ist ein sogenannter Katalogtat, die zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung erlaubt, also das Abhören der Telefone. Dann wird von der Staatsanwaltschaft bei Bedarf halt einfach mal behauptet, es bestehe der Verdacht der kriminellen Vereinigung, die sich nie erweist, und wenn sie nicht offensichtlich willkürlich behauptet wurde, ist der Beschluss trotzdem wirksam. Das heißt, man geht mit diesem Paragraphen einfach rein, beantragt auf Basis des angeblichen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung einen Durchsuchungsbeschluss oder einen Abhörbeschluss, bekommt den und hört dann munter irgendwelche Betrüger ab. Was vielleicht, wenn man das mit dem letztlich sich tatsächlich herauskristallisierenden, mit der letztlich sich herauskristallisierenden Tat beantragt hätte, nie den Beschluss gegeben hätte. Und die Gerichte gehen her und decken das. Der Bundesgerichtshof hat irgendwann gesagt, nur wenn offensichtlich willkürlich das behauptet wurde, ist das nicht verwertbar. Und dementsprechend wird er immer weiter ausgelotet. Und da verschwindet auch das Gefühl oder das Bewusstsein dafür, dass man sich eigentlich schon in einem Rahmen bewegt, den man sich eigentlich nicht mehr bewegen dürfte, weil man außerhalb des Gesetzes ist. Weil man ist ja der Gute. Also ich verstehe das schon. Ich glaube, wir wären alle so in der Situation. Nur man setzt keine Gegenmechanismen. Das ist das Schlimme. Ich würde gerne kennen, alles gibt Menschen, ja, die sagen, zum Beispiel, dass wir Steuerfahnder. Und es wird dann, also es gibt diese Menschen, die sich dagegen auflehnen, ja, zum Beispiel hier Steuerfahnder, und Menschen, die also zum Beispiel diese Dinge offenbaren, also Geheimnisse, da kann man auch genau erkennen, was mit denen passiert. Die werden dann psychiatrisiert, krank gemacht, schlecht gemacht, und das wird dann. Und die gehen normalerweise ein, also die stürzen sich aus dem Fenster und so weiter. Und es wird den Leuten vorgeführt, wenn sich Beamte auflehnen gegen ihre Vorgesetzten, was dann mit denen passiert. Und das beste Beispiel kann man in diesem Untersuchungsausschuss sehen, bei den hessischen Steuerfahndern, der ist ja gerade ganz aktuell. Und da berichtet ja die Frankfurter Rundschau auch sehr intensiv drüber, ja, der ja auch diesen Schriftverkehr vorliegt. Und ganz exemplarisch kann man das gucken, was mit Menschen passiert, die eben solche Geheimnisse verraten. Zum Beispiel gibt es eine Webseite, die heißt anstageslicht.de, und da kann man zum Beispiel alle diese ganzen Opfer sich mal angucken. Es wird nicht belohnt, wenn man das antreibt, sondern da kann man alle sehen, die geopfert werden, wie die sich sozusagen für die Gesellschaft opfern. Ich denke, das ist in jedem System so, dass da dieser Chorgeist entsteht und der da ausbrechen will, gibt Schwierigkeiten. Die Steuerfahnder sind ein sehr schönes Beispiel dafür. Also mir ist zum Beispiel mal ein Fall berichtet worden, ob es stimmt, weiß ich nicht, sollen angeblich mal Polizisten, die internet nicht funktioniert haben, dann später bei den Kollegen von der Drogenfahndung in eine Razzia gekommen sein, dann hat man Zeug im Auto gefunden. Kann ich nicht verifizieren, aber es wurde mir aus erster Hand berichtet.
Entschuldigung. Der Bundes- von Lerner repräsentiert ja auch 2008, 2009. Damals war ja noch ein anderer Innenminister, der jetzt Finanzminister ist. Und der Zoll hat den Trojaner ja auch eingesetzt. Werde gegen den jetzigen Finanzminister und damit den Minister eigentlich vorzugehen? Oder wäre da überhaupt kein rechtlicher Handlung mehr? Das ist, also ich sag mal, wenn man einen Ansatz hat, natürlich auf jeden Fall. Man müsste jetzt gucken, diesen Fall, der in Bayern war mit dem Trojaner, wenn feststeht, dass der über den Bundeszoll dort installiert wurde, würde ich das auf jeden Fall für dringend notwendig erachten, zu gucken. Also man könnte die Anzeige auf jeden Fall gegen die Verantwortlichen stellen. Wir wissen alle, also ich weiß jetzt nicht, wenn es Unterlagen gibt, inwieweit das Ministerium oder er selbst, der damalige Finanzminister, Kenntnis von der Leistungsfähigkeit des Trojaners hat. Also das Besondere an der bayerischen Situation ist halt, dass wir den Schriftverkehr haben, der aus der Zeit datiert, die relevant ist, wo genau darüber wohl berichtet wurde. Tja, genau. Wenn sich sowas bietet, also ich denke, bei so einer Strafanzeige muss man sich klar sein, man wird sie sowieso höchstwahrscheinlich nicht durchbringen. Wenn man auch nur eine geringe Chance haben will, dass irgendwas passiert, muss die halt einfach wasserdicht sein. Und auf Verdacht zu machen, wird dazu führen, dass die relativ schnell erledigt wird. Also wenn ich Staatsanwalt wäre und wollte das dann wasserdicht zumachen, würde ich dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Der würde sagen, es ist nicht so. Ich habe keine konkreten Beweise als vorliegen, weil der Anzeigenerstatter spekuliert, mache ich das Ding zu. Wird der Verteidiger auch Amok laufen, wenn er dann weitermacht. Kann aber dann die Strafanzeige eventuell einen Boomerang-Effekt, dass man hinterher sagen kann, trotz Anzeige und Nachprüfung durch die Staatsanwaltschaft, mir konnte nichts nachgewiesen werden, weil ich hatte nichts Böses getan. Es ist sicher möglich, dass ich einen Innenminister oder irgendein Verantwortlicher dann hinstelle und sage, es hat herausgestellt, es war nichts. Die Frage ist, wie das wirklich dann, ob das glaubhaft noch rüberzubringen ist. Ich denke, bei den Punkten, die man mittlerweile hat, wird jede Einstellung einen politischen Flurschaden einrichten, hoffentlich jedenfalls, der nicht geringer ist, wie wenn es zu irgendeiner Strafverfolgung kommt. Also das ist meine geringe Hoffnung, dass man irgendwann erkennt, dass der politische Schaden, der durch irgendwelche obskuren Einstellungen passiert, größer ist, wie der, wenn man einzelne, auch hochrangige Leute vielleicht mal opfert. Das hätte natürlich den Vorteil, dass ein Warneffekt da wäre. Es ist zugegebenermaßen eine ganz geringe Hoffnung. Ich glaube nicht wirklich dran, aber so ein bisschen freuen wir immer, wenn man sowas macht. Ja. Bekommen wir nicht auch massive Probleme wegen der Immunität, weil irgendwelche Leute irgendwelche Immunitäten haben, gerade die Innenminister? Die Immunität ist eine Frage, die sich bei der Anklageerhebung stellt. Es darf und muss auch gegen immune Minister und Abgeordnete ermittelt werden. Und wenn dann das Ermittlungsverfahren so weit gediehen ist, dass die Staatsanwaltschaft meint, es müsse Anklage erhoben werden, dann stellt sich die Frage der Immunität. Und dann müssen die an sich von Gesetzes wegen auch den Antrag stellen, dass die Immunität aufgehoben wird. Musste damals beim Taus nicht auch schon die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens genehmigt werden? Wäre mir neu. Aber, also ich gebe dir zu, mir fehlt die praktische Erfahrung mit immunisierten Beschuldigten, aber soweit ich meine, mich an meine Ausbildung zurückzuerinnern, ist die Immunität erst bei der Anklageerhebung relevant. Beim Taus haben Sie ja die Immunität aufgehoben, als Sie die Ausbildung bei Ihnen gemacht haben. Da muss es schon aufgehoben sein. Okay. Also muss schon bei der Ermittlung die Immunität aufgehoben werden. Aber ich denke, wenn Sie die Immunitätsaufhebung verweigern, ne, ist genauso ein Flurschaden, als wenn Sie sagen, Sie legen Ermittlungen ab. Es ist letztlich auch nur eine Frage, mit welchem Argument Sie das tun. Ja. Richtig, also wenn die natürlich über die Immunität das Tod machen, wunderbar, ja. Sag ich mal, juristisch kein Erfolg, politisch wunderbar. An der Stelle müsste man auch nochmal beachten, warum die Immunität eingeführt worden ist. Ja. Um die Leute bei Aufgaben in ihrem Amt zu schützen, die sie ja als Auftrag gemacht haben, die manchmal eben halt zum Konflikt kommen, juristisch. Aber das wäre dann eher was, eine wissenschaftliche Debatte.
Ja, und sicher, oder fast eher eine rechtsphilosophische Debatte, wo das mal herkommt. Ich meine sogar, ganz ursprünglich kam die Idee auf, um die Abgeordneten vor permanenten Beleidigungsklagen der politischen Kontrahenten zu schützen, und gesagt, hier, geht halt mal ein bisschen härter zur Sache gegangen. Aber das ist letztlich eine wissenschaftliche Diskussion, wie du sagst, praktisch kommt es darauf an, was die Staatsanwaltschaft macht. Das meint so ein anderes Diskussionsfeld ist ja auch, die könnten hergehen und könnten den 202a und 202b, also das Aussprengen der Daten und das Abfangen von Daten einstellen, weil es muss ein Antrag gestellt werden dafür, es sei denn, es besteht ein besonderes öffentliches Interesse. Das kann die Staatsanwaltschaft in völlig eigener Verantwortung und Entscheidung festlegen, ob das besteht. Und dann können die natürlich hergehen und sagen, es gibt keinen Antrag und wir sehen kein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Das ist nicht gerichtlich überprüfbar, damit wäre das an dem Punkt auch tot. Könnte der in Bayern ist ja ein betroffener namentlich schon bekannt, warum stellt er den Antrag nicht? Das könnte er. Möglicherweise tut er das auch. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn die hergehen und sagen, es besteht kein besonderes öffentliches Interesse, das ist mir ja fast noch lieber, wie wenn sie einem anderen Argument tot machen. Wenn die sich die Mühe machen und sagen, wir haben mit unserer Strafanzeige bewiesen, dass wir strafrechtlich keine Ahnung haben, weil es ganz anders ist, ist es schwerer anzugreifen oder schwerer zu auszuschlachten, wie wenn die hergehen und sagen, es besteht kein besonderes öffentliches Interesse daran festzustellen, welche Straftat Generalstaatsanwälte und Oberlandesgerichtspräsident und Innenminister im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Ausstellprogramms, das definitiv strafrechtlich ist, begangen haben. So, ich glaube, das war. Keine Chance. Vielleicht mit Ihrer Erfahrung jetzt mit der Polizei oder dem Umgang mit der Polizei, wie ist denn dort so grundsätzlich in der Behörde, als Arbeitgeber, ist überhaupt das ganze IT-Know-how eigentlich besetzt, dass man sagen kann, ist das durchschnittlich, ist das unterdurchschnittlich, ist das überdurchschnittlich. Ich will jetzt gar nicht so sehr das Detail dieses speziellen, doch sehr zugespitzten Staatstrojaners betrachten, sondern einfach allgemein, dass man irgendwie das in Verständnis dafür haben, dass von außen manipuliert werden kann, dass was abhanden kommen kann, dass auch ein dynamischer Prozess zum Beispiel auch im PC stattfindet. Fast natürlich ein Falsch, weil dazu müsste ich selbst gut beurteilen können. Ich behaupte mal, mein technisches Verständnis ist auch nicht so überdurchschnittlich. Aber also bei Landeskriminalämtern fängt es schon an, dass die auch Leute haben, die sich so ein bisschen auskennen. In welchem Niveau, das kann ich dir nicht sagen, da sollte man mal den CCC fragen, das weiß der mit Sicherheit deutlich besser. Die behaupten aber, wenn ich das richtig weiß, dass das nicht sonderlich ausgeprägt sein soll. Also auf der normalen Ebene ist ein technisches Know-how in dem Bereich eher zufällig, wenn jemand privat sich mit dem Thema beschäftigt, aber von der Ausbildung her wohl eher nicht. Weil das behaupte ich deshalb, weil wenn Rechner beschlagnahmt werden, die gehen zur Auswertung alle ans LKA. Das macht keine andere Behörde. Also es sei denn, der Bund ermittelt, BKA ist klar. Aber bei den klassischen Ermittlungen, die auf Länderebene laufen, geht es dann alles die Rechner zur Auswertung ans LKA. Das würde für die Justizbehörden dann sinngemäß gelten. Ja. Also ja, das findet halt da statt, wenn jemand privat sich für das Thema interessiert und vielleicht privat auch programmiert oder es sonst irgendwo mal mit dem Thema zu tun hatte. Also in der Ausbildung spielt es definitiv keine Rolle. Aber wenn dann so ein Begehren reinkommt, dann könnte doch ein Richter mit so einem Staatsführer eigentlich anfangen. Also das Platz von links nach rechts zu schieben oder umgekehrt. Also er ist ja dann völlig aufgeschmissen, der kann ja dann in den Paragraphen dann sich verlieren, aber er findet ja nichts, was er versteht. Wir Juristen sind da ja auch durchaus stolz darauf, dass wir so nichts an der Ahnung haben. Also das darf ich mal sagen, weil ich mich damit einbeziehe. Nein, also wenn es um technische oder sonstige Fachfragen geht, werden in dem Verfahren immer Sachverständige zugezogen. Das ist ja auch nicht leistbar, weil der hat heute einen Trojaner auf dem Tisch und morgen muss er irgendwas über den Automotor sagen und übermorgen hat er vielleicht irgendwie Flugzeugflügel zu beurteilen oder was weiß ich nicht alles. Es geht nicht anders. Ja. Fragt halt nur, inwieweit die dann diese Möglichkeiten auch immer adäquat nutzen. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen den Übergang, vielleicht so ein bisschen auch ins Politische, ein bisschen provokant sein.
Bisher wurde dieser Trojaner ja im Prinzip nur gegen Verbrecher eingesetzt. Das wird wahrscheinlich auch die Verteidigungslinie der entsprechenden Behörden sein. Wie kann man den normalen Menschen, den Bürger, vermitteln, der ja oft zum Großteil sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, dass es unter Umständen eine Gefahr gäbe, dass das zu einer flächenmäßigen Überwachung ausgebaut werden könnte? Und wie würdest du persönlich diese Gefahr betrachten? Ich denke, selbst heute können wir schon noch sagen, vermutlich gibt es das nicht, so eine flächendeckende Überwachung und auch nicht mal Pläne dazu. Aber können wir das politisch vermitteln den Bürgern, dass da eine gewisse Gefahr besteht und dass man das ausnutzen könnte? Oder können die Verteidiger jetzt immer auf die Linie zurückziehen, so, ja egal, wir werden das ja immer nur gegen Böse einsetzen, gegen Verbrecher. Das mögen zwar auch Kaufhausdiebe sein, aber die haben ja trotzdem was Böses getan. Also wie könnten wir da versuchen zu argumentieren? Das würde mich mal politisch auch interessieren. So, das mal für den Spring kurz zusammenzufassen. Also deine Frage war, korrigiere mich, falls ich einen Fehler mache, wie können wir es politisch verständlich machen, dass hier möglicherweise eine flächendeckende Überwachung kommen könnte, wenn man jetzt nichts dagegen unternimmt, grundsätzlich dagegen unternimmt, weil es vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass es im Moment ja nur gegen Verbrecher eingesetzt wurde und nicht gegen normale Menschen. So. Zu dieser und ist das überhaupt so? Also ist der Meinung, so, ja, dass es definitiv derzeit nur gegen tatsächlich, sagen wir mal, begründete Maßnahmen sind, die wirklich gegen Verbrecher eingesetzt werden? Also dass es nur gegen Verbrecher oder begründete Verdächtige eingesetzt wird, weißt du, mein Geschichtslehrer hat bei Geschichtsarbeiten, wenn man sowas geschrieben hat, immer drin geschrieben, vorher haben sie diese These. Die Frage, ob das wirklich so ist, ist einem Strafverfahren vorbehalten und gut, ich bin da natürlich auch sehr einseitig aufgrund des Jobs. Ich behaupte mal nicht, bei weitem nicht so oft, wie es zu Verurteilungen kommt, sind die auch berechtigt. Und diese Maßnahmen werden ja gerade erst eingesetzt, damit man es feststellen kann. Wir erinnern uns, die ganze Diskussion dreht sich bei diesen Maßnahmen immer darum, dass vor allem der Herr Friedrich im Moment als aktueller Bundesinnenminister sagt, ohne solche Maßnahmen kann die Polizei Verbrecher nicht überführen. Das heißt, die Erkenntnisse, die uns erst zeigen, ob oder ob nicht, werden ja auf diesem Wege erst gewonnen. Folglich muss die Anordnung zu einem Zeitpunkt passieren, wo es einen mehr oder weniger noch nicht ausgeprägten Verdacht gibt. Also von daher, dieser Einwand, woher haben Sie diese These? Es ist nicht nur gegen Verbrecher eingesetzt und rein theoretisch kannst du ganz schnell jeder hier in den Verdacht kommen. Und gerade wenn man sich auch anguckt, was im Moment so in der politischen Strafjustiz abläuft, Stichwort Dresden, Anti-Nazi-Demos, wie massiv gewisse Bundesländer oder eigentlich fast flächendeckend gegen linke Demonstranten vorgegangen wird, da graut mir schon bei der Vorstellung, dass man ihnen den Bundestrojaner jetzt gibt, der weitaus mehr machen kann als nur eine Quellen-TKÜ, die ausspionieren können, welche politische Meinung ich habe. Und das ist real mit diesem Trojaner. Mein sämtliches Vorgehen, alles, was ich mache am Rechner, und ich sag mal, wir alle hier arbeiten ja fast nur mit dem Ding, das alles liegt offen, nicht als Vision von irgendwann könnte das passieren, sondern wir haben es jetzt, dass es so ist. Und dann sage ich mal, was da ist, wird genutzt. Und es wird immer weiter genutzt. Und es ist irgendwann, ist es mal nur für Terroristen und dann stellt sich heraus, wie bei der Vorratsdatenspeicherung, da hätten sich damals die Leute auch nicht gedacht, dass mit Einführung der Vorratsdatenspeicherung vor allen Dingen mal die Urheberrechtsindustrie gejubelt hat, die nämlich, als es noch nicht im Zivilrecht der Anspruch auf Auskunft gesichert war, nämlich das dringend gebraucht haben, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung haben, dass wir im Jahr, ich weiß nicht wie viele Millionen Verfahren gegen irgendwelche Downloads oder Uploads initiieren konnten. Das wäre, denke ich, ein Argument, den Leuten klarzumachen, dass diese Sachen heute schon weitaus mehr gegen normale Menschen eingesetzt werden, als gegen Straftäter, wenn du da eine Unterscheidung überhaupt machen kannst. Und dann noch, eine Folgefrage. Geht eigentlich auch an alle, ob sich mal jeder überlegen würde, auf einer Skala von 0 bis 100, wie weit, wobei 100 da wäre, ja, wie weit sind wir in einem Überwachungsstaat? Das ist eine Frage, da gebe ich jetzt nicht offen. Ja, die Frage an alle wäre, auf einer Skala von 0 bis 100%,
jeder einschätzen würde, wie weit sind wir auf dem Weg zu einem totalen Überwachungsstaat. Wenn 100 der totale wäre und 0 wäre gar nicht, wie weit wären wir jetzt mit diesem Bundestrojaner gekommen? Das würde mich mal interessieren. Und dann gleich noch als Idee, ob wir nicht so statt einer Bundesschuldenuhr mal eine Bundesüberwachungsstaatsuhr machen oder wie damals die Atomgefahruhr, die genau sowas sagt, naja, wir haben nicht 5 vor 12 oder irgendwie sowas in der Art. Das mal so als kleine Anregung. Ja, Hanau-Landstraße 296 steht da ein Gebäude mit NATO-Stacheldraht. Da ist die permanente Überwachungseinrichtung des Internets drin. Die permanente Telefonüberwachung geht auf Zuruf, also am Terminal seit 20 Jahren und auch in Analogtechnik schon seit 40 Jahren. Also gelten nur noch Zahlen über 100%. Gut, über 100% ist mathematisch nicht möglich, aber das lasse ich jetzt mal dahin. Okay, ich glaube, das wäre jetzt eine gute Sache, dass wir uns alle noch fragen, wie weit der Bundesüberwachungsstaat. Der Punkt ist, der Sascha hat noch einen Vortrag, glaube ich. Sascha, hast du noch einen Vortrag oder hast du keinen Vortrag? Nein, der Sascha hat keinen Vortrag. Dann würde ich sagen, sage ich einfach mal Dankeschön an alle, die gekommen sind. Dankeschön in den Spiel. Vortragenden vor allen Dingen, also den Manuel, für diese sachlich fundierte Information jetzt zum aktuellen Verfahren und euch allen einen schönen Abend. Ja. Der ist Herr Schanke. Nein, der hat auch gesagt, wir müssen. Ja.